Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem Süßigkeiten-Schnelltest bzw. einem Fun-Candy-Schnelltest. Heute testen wir für euch die Candy-Sushi-Box von Lokoluk, denn die liebe LOLW hat in den Kommentaren geschrieben, testet doch mal das Sushi von Lokoluk, das gibt's im Nanunana. Nun, kleiner Unterschied, ich habe es nicht im Nanunana gekauft, sondern bei uns im Action, also im Laden Action, habe ich die Candy Sushi Box von Lokoluk gefunden. Ihr habt es gewünscht und da habe ich es. Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir doch mal direkt an. Freunde, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben hier, wir haben hier mehrere Sushi-Sorten. Und das ist echt eine große Box. Die Box hat auch 5 Euro circa gekostet. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, und so auch in einer originalen Sushi-Box. Hier haben wir dann ein bisschen Sojasauce hier, das soll Wasabi sein. Und dann, wie gesagt, haben wir hier verschiedene Sushi-Varianten. Stäbchen sind hier auch mit dabei. Das finde ich auch sehr nice. Eine sehr coole Idee. Oh, das ist hier hinten versteckt. Sprich, heute essen wir dann mal Süßigkeiten mit Stäbchen. Also echt, schaut euch das mal an. Sehr, sehr geil und es riecht auch schon sehr lecker. Wir haben hier einmal zum Beispiel Apfelringe. Dann hier ein bisschen Lakritz. Umhüllt mit diesen geilen Teilen. Und dann haben wir hier noch irgendwas. Dann haben wir hier noch ein paar Fische, hier noch ein bisschen Marshmallows. Eine echt coole Variante. Also echt eine große Box, echt eine sehr geile Box. Freunde, hier mal ein Tipp von mir. Falls ihr mal beim Asiaten seid und solche Holzstäbchen bekommt, ihr müsst einmal das hier oben abbrechen. Und was ihr mal machen müsst, die hier so zu reiben. Denn diese Holzstäbchen haben meistens immer noch hier so Splitter. Und durch diese Reibungen hier könnt ihr nochmal die Holzsplitter wegmachen. Nur so als kleiner Tipp von mir. Freunde, es geht direkt los. Wir gucken uns auch erstmal die Wasabi hier an. Das ist auch hier sehr nice in so einer kleinen Verpackung. Dann haben wir hier so diese Schnürbänder. Die gibt es, glaube ich, auch von Hitchler. Das müsste wahrscheinlich Apfelgeschmack sein. Na, räumen wir das Ganze hier mal ein bisschen auf. Sieht sehr nice aus. Ich werde mir mal eins hier wegnehmen. Na. Und dann werden wir das Ganze nochmal hier essen. Na, kriege ich das hin? So, dann würde ich sagen, guten Appetit. Dann probieren wir erstmal die Wasabi hier. Mhm. Sehr lecker. Auf jeden Fall Apfelgeschmack. Diese typischen Schleifen, Süßigkeiten schleifen. Gut, gut. Und dann machen wir mit dem hier weiter, mit einmal mit der Sojasauce. Das müsste, glaube ich, Cola sein. Ich riech mal kurz dran. Ja, das geht in so in die Cola-Richtung. Auch hier wieder als Schleife. Na, ich reiß das mal ab, dann geht es ein bisschen schneller. So, und dann einmal die gute Cola. Mhm. Sehr, sehr lecker. Dann machen wir mal mit dem nächsten Teil weiter. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer hier an. Hier haben wir auch eine sehr coole Sushi-Rolle. Das hier drumherum ist auf jeden Fall Lakritz. Yep. Und dann haben wir hier nochmal so 4 solcher Teile hier drin. Riecht ein wenig nach Himbeer und Erdbeer. Und ja, dann nehme ich mal davon eins und probiere das doch mal. So, dann los geht's. Mh.
Mhm. Freunde, also ich muss sagen, die Teile, ich habe das jetzt das Ganze hier im Mund genommen, also die sind verdammt groß und es ist schwierig dran zu kauen. Ich habe es leider jetzt gerade nicht aufgegessen, da das mit dem Lakritz mir noch ein bisschen zu viel ist, da ich einfach Lakritz einfach nicht mag. Aber an sich, das Innere schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Für Leute, die Lakritz lieben und mögen, das werdet ihr auf jeden Fall lieben. Machen wir direkt weiter, dann haben wir hier noch solche Bällchen. Mit so, ja, was ist das hier drumherum? Das kenne ich auf jeden Fall von Haribos. Das finde ich immer sehr lecker, mit diesen Perlen. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Mhm. Schön Fruchtgummi. Mhm. Mit diesen Knusperperlen. Also die esse ich sehr gerne. Mhm. Mhm. Sehr gut, einen Daumen nach oben von mir. Finde ich sehr lecker. Dann machen wir direkt hier weiter mit diesen Apfelringen. Oh. Da sind immer jeweils zwei Stück mit drunter. Also einmal so ein Apfelring und wie vorhin auch, haben wir hier diese Knusperperlen, wie auch hier vorhin, haben wir hier diese schwarzen Sachen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Dann guten Appetit. Mhm. Sehr gut, sehr lecker. Die Apfelringe mag ich an sich super. Das finde ich generell super. Und dann in der Kombination mit diesen Fruchtgummi- und Knusperteilen. Sehr genial. Daumen nach oben. Dann machen wir hier mit weiter. Da haben wir hier so einen Streifen. Das sieht auch sehr sauer aus. Ja, das schneide ich hier mal kurz durch. Mmh. Erdbeergeschmack. Ein bisschen sauer, auch Daumen nach oben, sehr lecker. Und weiter geht's. Oh. Und hier haben wir wieder was Saures. Wir haben hier einmal die Kombination Marshmallow mit diesen sauren Streifen. Die gibt es natürlich auch von Hitchler, die habe ich damals mal mit Kahn in einem Video getestet, bei den ultimativen sauren Sachen Challenge. Freunde, weiter geht's. Mmh. Mhm. Mhm. Daumen nach oben, sehr lecker. Ich war jetzt ein bisschen irritiert, weil die Marshmallows nach Pfirsich schmecken. Und dann gab es nochmal mit dem sauren Erdbeer. War ein bisschen gerade komisch vom Geschmack her. Aber wenn man es doch im Nachhinein schmeckt, es doch sehr gut. Also ist eine sehr geile Kombo. Marshmallows und so saure Sachen. Daumen nach oben, auch hier. Und dann probieren wir mal das letzte. Hier haben wir einmal Sushi Marshmallow mit Fruchtgummi. Sieht auch sehr nice aus. Mm. Hm. Freunde, sehr gut. Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat die Sushi-Box von Lokoluk gefallen. Wenn ja, also sprich, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn nicht, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. In dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei LOLW für den Tipp mit der Candy Sushi Box. Ich weiß, es gibt so viele Kommentare von euch. Yoshi, Khan, probiert mal dies, probiert mal das. Jetzt aus dem Stegreif heraus müsste ich mal kurz raten. Ich glaube, Flynn möchte immer gerne, dass wir von Frit was testen. Ich habe deine Kommentare gelesen. Ich habe leider in letzter Zeit die Frit-Sachen nicht gefunden. Aber wenn ich es finde, dann werde ich es auf jeden Fall testen für dich. Und wenn ihr weitere Ideen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich es für euch testen. Und dann, wie ich es heute am Anfang gesehen habe, werde ich euch kurz euer Kommentar mit einblenden, wie hier bei LOLW. Ja, Freunde, ich habe wieder schon zu viel geredet. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und danke fürs Zuschauen und dann bis dann. Tschüss.